Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 23.04.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind heute im heutigen Daily Item Shop. Wir haben heute die Crocodile Skins. Wir haben heute drei Sets drin. Einmal das Pizza Set, einmal den Burger und einmal die Dinosaurier. Fangen wir mit Rex an. Ein Standard-Skin in einer Krokodilverkleidung. Ich hasse diese Dinos. Ich hasse die Dinos. Ja, was gibt's denn Dino? Dem Rex? 5 von 10. 5 von 10? Von mir kriegt er 4 von 10. 3,27 von 5 bei 90 Watts. Dann haben wir den Dino Kommando, den Triceratops. Zoomen Sie mal ran an den. Finde ich auch scheiße. Kriegt von mir auch 4 von 10. Von mir auch. Oh. Wow, 3,88 von 5 bei 65 Votes. Am 20. April 2018 das erste Mal drin gewesen. Für wie viele kosten die Dinger eigentlich? 2000. 2000 V-Bucks für die Dinger? Ehrlich? Hm. Oh mein Gott. So, haben wir den Bite Mark. So, der kräftige Biss. Für 1200 V-Bucks. Mach mal da bitte den Werkzeugeffekt. Hm. Finde ich shit. Von mir. Ich finde den nicht so. 6 von 10. 3,77 von 5 bei 26 Mods. Dann kommen wir zum Pterodactylus. Hammer. Hammergleiter. Hammergleiter kriegt von mir 10 von 10, finde ich mega cool das Teil. Dreh das mal. Bitte. Mega cool das Ding. 10 von 10. 5 von 10. Was? 4,21 von 24 Orts. Wieso nur 5 von 10? Wenn mir so gefällt. Okay. Da kommen wir zum Burger Boss. Finde ich schrecklich. Heute ist der Tag des schlechten Geschmacks. Beef Boss. Zoomen Sie mal bitte ran. Beef Boss mit der Olive oben drauf und den Pommes hinten drauf. Ich weiß, das ist ein total beliebter Skin, aber ich mag den überhaupt nicht. Geht von mir auch 4 von 10. Geht von mir 7 von 10. 4,1555 bei 97 Uhr. Am 10. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Für 15 V-Bucks. So, dann haben wir den Bredlings. Was? Klatscher. Bredlings Klatscher für 500 V-Bucks. Das Ding finde ich nicht schön. Kriegt von. Also ich kann nur schlechte Noten heute vergeben. 5 von 10. 5 von 10. Ja. 4,195 Uhr. Dann kommen wir zum Fliezer. Die fliegende Untertasse mit den zwei Tablets. Also Tablets. Tablets mit den Gurken drauf, dem Senf. Dreh das mal da unten. Drunter sind noch Salz und Pfefferstreuer mit den Gabeln. Das ist eine Gabel. Ah, ne, das sind diese Wände da. Ketchup und Mayo. Ja, finde ich okay. Kriegt von mir 7 von 10. 3,57 von 5 bei 23 Volt. So, dann sind wir beim Tomato. Oh Gott, heute. Oh, und jetzt kommt der Tomato Head noch mit hinzu. Stilvorschau, da gibt es ja dann noch diesen einen, den hat Tim the Tatman die ganze Zeit gespielt da. Ich finde das Ding so schlimm. Auch wieder 4 von 10. 6 von 10. Oh. 4,25 bei 79. Wann war das Ding das erste Mal drin gewesen? 22. April. Ah, 22. April. 2018. Wie viel hat er gekostet? 1500 V-Bucks. 1500 V-Bucks, okay. Für 1200 V-Bucks der Extra-Käse. 6 von 10 mit den Pizzakartons und der Pizza da oben drauf. 4 von 10. Käse, der da. 4,1755 bei 6 Euro. Eieieiei. 800 V-Bucks für Extraroni. Der Pizzakutter. Kriegt von mir 6 von 10. 5 von 10. 3,7155 bei 17 Euro. Dann sind wir auch schon hier soweit durch. Dann gehen wir hier mit dem. Den hast du dir ja geholt. Ist ja einer deiner Lieblings-Emotes.
fandest du immer sehr schön. Jetzt? 10 von 10. 10 von 10. Ich gebe dem Lama Kadabra auch 10 von 10. Ich finde den auch super schön. 3,46 von 5. Wann war der drin das erste Mal? 17. November 2018. Okay. Gut geölt. Mega cool. Für 500 V-Bucks. Das ist noch gar nicht fertig. Was denn? Der Wind ist krass. Der Wind ist krass. Der Wind. Ist fertig. Ist doch fertig. Was hörst du noch? Guckst du noch gleich an. Ja, aber der Sound. Das ist der Loop noch nicht durch. Jetzt ist der Loop durch. So, Lama Kadabra. Ach Quatsch. Gut geölt für 500 V-Bucks. Kriegt von mir auch 10 von 10. Finde ich mega 10. Cool, das Ding. 4,1955 bei 16 Volt. Wann war denn das erste Mal drin gewesen? Vor kurzem. Du bist damit ziemlich schnell gerade. 24. Februar 2019. Dynamo. Oh, ich hasse den Dynamo. Ich hasse ihn. Da spielen so viele Leute. Ich weiß, ich hasse ihn trotzdem. 2 von 10. Das ist 10. Eingebaut. 2,595 bei 51 Volt. Wann war denn das Ding? Das ist ein alter. Juni 18. Juli 18. 20. Juli 2018. 10 Mal seitdem. Dynamo. Rote Verteidigerin? Ja, klar, logisch. Rote Verteidigerin kriegt von mir ein 8 von 10. Damit sogar 9 von 10 mit der Mütze. 7 von 10. Ich mag die voll gerne. 4,02 von 5 bei 53. Die mag ich wirklich voll gerne. Das ist die einzige, die ich mag. So, rote Schuppen. Was denkst du? Wird gut aussehen. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Mach doch mal nicht so schnell. Sag mal, gib mir mal bitte die Maus. Das ist ja kaum. Seien Sie doch mal nicht so schnell. So. Also. Kanone. Zeig mal weiter, was ist das nächste? Ja. Boah. Das sieht cool aus, finde ich. Ja, mit dem Boden auch. Gesundheit. Oh, geil, danke. Rote Schuppen finde ich gar nicht mal so schlecht. Kriegt von mir 7 von 10. 6 von 7 von 10. 7 von 10. 7 von 10? Ja. Was denn? Ach, doch. Also keine Rating. Nee. Von mir kriegt es 5 von 10. Für 300 V-Bucks. Rote Schuppen. Und dann, und dann haben wir noch den Dino. Oh. Nee, das. Oh Gott. Das sieht cool aus. Findest du? Mhm. Ich finde das schrecklich. Nee, also Dino. Rote Schuppen finde ich gut. Dino finde ich grausam. Dino kriegt von mir 3 von 10. 5 von 10. Bei dem haben wir die schlechteste Bewertung, die wir jetzt hatten. 1 von 5 bei einem Wort. Krass, ja, ist aber auch schrecklich. Wirklich, ja. Sieht schlimm aus. Also wenn euch das heutige Daily Shop Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like und ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dann, haut rein und tschüss.